Hallo, ich bin Navari und ich bin gerade auf dem Weg zu meinen Wildkameras. Ich möchte die heute wieder alle abernten. Es regnet immer mal wieder, aber diesmal habe ich kein Problem mit dem DJI Pocket 2, weil der hat jetzt ein Regendach. So, die Aufnahmequalität ist natürlich schlechter als logisch. Das ist das ältere Telefon, was ich hier verwende. Das ist das Regendach. Es wird angesteckt an dem Drehgelenk und dreht sich und bewegt sich mit. Ich kann also den Kopf weiterhin hoch und runter fahren. Stört nicht. Und ich kann den auch überall hindrehen. Stört auch nicht. Ist echt eine einfache, tolle Idee. Das ist eigentlich eine Gegenlichtblende für wenig Geld und als Regenschutz ist das geil. Wie ein Urwald. Die hing schon 3 Monate hier. Mal gucken, was da drauf ist. Ich war gerade bei der Compact T80 an dem mystischen Loch. Mittlerweile weiß ich, dass das ein Loch von einem Hasen ist. Den sieht man hier auch ab und zu. Ich habe die Kamera jetzt wieder abgebaut, weil ich denke mal, er fühlt sich durch die Kamera auch gestört. Ich habe die Aufnahmen noch nicht durchgeguckt, ob der vielleicht auch drauf ist. Aber die Aufnahmen seht ihr jetzt.
die Wannbang-Tech. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich die jetzt hier habe. Schön. Die Wannbang-Tech mit wechselbarem Akku. Die Kamera war auch gar nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, ob der Akku noch Ladung hat. Ersatzakku habe ich nicht bei. Aber gucken wir einfach mal nach. Der Akku hat noch 3/4 Ladung, brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Ciomor CY96, die umgebaute 95. Die habe ich völlig umgebaut und habe die hier in Bodennähe versteckt. So, hier haben wir die Cimo C H8201. Die geht auch noch an. Und dann sammeln wir mal diese Aufnahmen auch ein. Schön, eine richtige Wildkameraernte mal wieder.
die Cimo CH8201. Da sind 170 Aufnahmen drauf. Batterien sind auch noch zu gebrauchen. Das sind die Media Range, die ich jetzt nur noch verwende. Richtig geile Batterien, die haben so viel Power, die halten ewig. Bei der ist es komischerweise so, dass die Tagesaufnahmen nicht besonders gut sind und die Nachtaufnahmen richtig gut. Also komische Bauweise. Ich habe jetzt die Tagesaufnahmen einfach mal umgestellt auf 4K. Vielleicht ist der Bildsensor ja dafür gebaut, dass er 4K aufnimmt und deswegen bei 1080p einfach so schlecht. Das nehmen wir gleich mit. Und deswegen bei 1080p einfach so schlecht aussieht. Mal gucken. Das war es jetzt von mir. Wieder eine Wildkameraernte, Spaziergang im regnerischen Wald. Ich sammle jetzt noch hier ein bisschen Müll ein. Und dann sehen wir uns freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten Videos auch nicht. Bis dahin, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Euer Barry. So, es wird schon dunkel, aber eine Sache muss ich noch erzählen. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen aus Datenschutzgründen, aber ich habe gerade auf dem Rückweg, da geht der Weg vorbei an einem Naturschutzgebiet, habe ich ein komisches Ploppen gehört, vielleicht 50 Meter rein. Bin der Sache nachgegangen, weil das ein völlig unnatürliches Geräusch gewesen ist. Da war ein kleines Zelt aufgebaut und ein Bibi und ein junger Mann übte Armbrustschießen im Naturschutzgebiet. Geil! Ich habe den Herrn natürlich angesprochen, dass er im Naturschutzgebiet ist und dass ich das nicht in Ordnung finde. Ich habe ihm das in Ruhe erklärt. Er hat glücklicherweise in Ruhe zugehört, hat sich das alles angehört, hat es eingesehen und hat abgebaut. Im Naturschutzgebiet.